Bisher bin ich der potenziellen Leaks mehr oder weniger ein wenig ausgewichen, aber heute wurde tatsächlich etwas Neues angekündigt und damit hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Und Pokémon Quest wurde noch angekündigt und Pokémon Dash 2, aber dazu später mehr. Gut Leute, ich werde heute mit euch ein wenig talken über Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Es wurde heute Nacht eine spontane, die gar nicht so spontan war wie gedacht, aber für uns spontan, Pressekonferenz angekündigt von Pokémon, in der einfach mal 1000 Sachen angekündigt worden sind. Zum Beispiel, dass Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli die neuen Switch-Spiele schon am 16. November 2018 rauskommen. Dass wir Pokémon Quest jetzt schon im eShop runterladen können, im Nintendo Switch eShop, also lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen, und Ende Juni auch auf dem Handy rauskommen werden. Dann, dass die neuen Pokémon-Hauptspiele Ende 2019 rauskommen für die Switch und dass wir Pokémon Dash 2 bekommen. Ich habe Pokémon Dash 1 nie gespielt, könnte vielleicht ganz cool sein, aber ja, da haben wir noch nicht so viel mitbekommen. Aber wir konzentrieren uns heute in diesem Video auf jeden Fall hauptsächlich um Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Und bezüglich Pokémon Quest werde ich wahrscheinlich einen Livestream machen, deswegen schaut einfach in der Videobeschreibung, folgt mir gerne auf Twitch und dann werden wir das Ganze in Angriff nehmen. Aber ja, wir gehen heute Screenshot für Screenshot durch und werden uns jetzt nach und nach immer alles ganz genau ansehen, was dann gezeigt wurde. Ich habe jeden einzelnen Take, der wirklich relevant ist, gescreenshottet und das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. So, erster Screenshot, wir haben gesehen, dort war eine Person, die hat Pokémon Go auf dem Handy gespielt, so da konnte man sich schon instant denken, okay, holy shit, hat auf jeden Fall was mit Pokémon Go zu tun, ist cool, also ich habe nichts gegen Pokémon Go, Leute, die mit Pokémon Go gar nichts anfangen können, für die ist es vielleicht nicht ganz so cool, aber dazu später mehr. Als nächstes haben wir eine Pikachu, was dann halt mit dem Trainer halt mitgelaufen ist, was dann vor dem Fernseher steht, wo wir auch die Nintendo Switch sehen und dieses Pikachu springt dann in den Fernseher rein, was schon mal erschließen lässt, so yo, neue Spiele für die Switch, hundertprozentig. Daraufhin sehen wir hier dieses, holy shit, die Grafik, Leute, die Grafik ist einfach so insane, okay, holy shit. Hier sehen wir aber auch Spielausschnitte, weichen eventuell von der Endfassung des Spiels ab, das passiert ja häufig, auch gerade die ersten Trailer zu X und Y oder Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond oder Pokémon Sonne und Mond waren ja auch nochmal so ein bisschen abweichend zum normalen Spiel. Aber ja, ich finde, die Grafik sieht halt ultra heftig aus. Sie erinnert mich ein bisschen an diese Fake-Spiele fürs Handy von Pokémon. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber da kann man halt wirklich nicht meckern. Das ist wirklich eine schöne Grafik und sie gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Und wir sehen ja auch direkt den männlichen Protagonisten mit Pikachu auf der Schulter stehen. Als nächstes haben wir einzelne Screenshots und zwar wird Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli, wie schon vermutet, in Kanto spielen. Wir werden auch höchstwahrscheinlich nur alle 151 Pokémon haben und eventuell noch ein paar Alola-Formen. Nicht hundertprozentig bestätigt, aber sehr wahrscheinlich. Es wurden auch schon viele andere Details angekündigt, aber dazu, wie gesagt, auch später mehr. Hier sehen wir den Protagonisten wahrscheinlich in Alabastia, wenn mich nicht alles täuscht. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir ihn auf Route 1. Wir sehen auch hier schon so ein paar Abweichungen, so da sind Hügel etc. Ach ja, noch ganz wichtig, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Evoli werden Remakes zu Pokémon Gelb sein. Also wurde wirklich offiziell von Pokémon bestätigt, dass es wirklich Remakes zu Pokémon Gelb sind, beziehungsweise dass sie an Pokémon Gelb angelehnt sind. Und wir sehen auch direkt, dass der Protagonist Pikachu auf der Schulter hat, was auch sehr interessant ist. Und ja, mal sehen, was wir da später noch so diesbezüglich sehen. Als nächstes haben wir hier, ich denke mal, die Mamoria City ist es. Oder Vertania City? Vertania City ist es, glaube ich, ne? Heißt Vertania City, ich glaube schon. Wo wir hier auch den Protagonisten mit Pikachu wiedersehen. Als nächstes haben wir Evoli, welches die mit der Pfote eine Hand betatscht und dann sehen wir auch schon die weibliche Protagonistin im nächsten Screenshot, wie sie wahrscheinlich Evoli als Starter ausgewählt hat. Sieht auch sehr, sehr cute aus. Ich finde die Protagonisten interessant. Hab ich mir so gar nicht so vorgestellt, wie sie jetzt schlussendlich aussehen. Sehen aber wirklich cool aus. Als nächstes sehen wir auch hier die Protagonisten wieder in einer Stadt rumlaufen und Evoli auf der Mütze tragen. Hier wahrscheinlich im Vertania-Wald und auf dem nächsten Screenshot wahrscheinlich in Orania City.
Also in der dritten Ohrenstadt, wo sie zur MSN läuft, könnte ich mir vorstellen, sieht sehr danach aus. Die Grafik ist halt ultra schön. Also das Wasser ist halt, die allgemein, wie hell das Spiel wirkt und so weiter, gefällt mir einfach extrem gut. Im nächsten Screenshot sehen wir den guten alten Professor Eich, wie er auf der ersten Route steht, Taubsis von ihm wegfliegen, und hier sehen wir ihn im Labor rumstehen mit hinten, also hinten im Hintergrund sehen wir Radfratz. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas mit Alola Radfratz zu tun hat, ich glaube aber nicht, weil wir sehen da so zwei Radfratz am Bild, aber ich glaube, das ist einfach nur allgemein Radfratz. Die Schrift kann man irgendwie nicht so ganz erkennen, wenn ich ehrlich bin. Also, aber wir sehen da auch ein Bild von einer Person. Wer weiß, vielleicht ist es ja Gary oder die Frau von Professor Eich oder was weiß ich wer. Auch sehr, sehr mysteriös. Aber ja, wir haben Professor Eich auf jeden Fall hier wieder im Spiel drinnen. Als nächstes sehen wir, wie der Protagonist Pikachu streichelt, wie es aus dem Pokéball rauskommt. Ich denke, das wird dort sein, wo man sich die Starter aussuchen kann. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare, welche Edition ihr euch holt, ob es Pokémon Let's Go Pikachu oder Pokémon Let's Go Evoli wird. Und auch noch ganz wichtig, Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu sind auch die deutschen Namen höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir haben kein Los geht's Evoli und Los geht's Pikachu, sondern Let's Go hört sich auch einfach smoother an. Von daher bin ich ja ziemlich happy drüber. Als nächstes sehen wir hier den entschlossenen Protagonisten mit Pikachu auf der Schulter. Und hier wird auch schon das erste Feature erklärt. Und zwar wird man das komplette Spiel nur mit einem Joy-Con spielen. Ihr seht es jetzt hier. Die Pokémon, also man läuft zwar durchs Gras, aber scheinbar läuft man in die Pokémon rein, indem man durch sie hindurchläuft. Also so richtig Pokémon Go-mäßig. Die laufen da rum. Und hier sehen wir dann direkt das Menü Get Ready, Items, Help und Run Away. Und wir sehen, die Pokémon, die Pokébälle sind genauso vorhanden wie in Pokémon Go. Denn das Spiel hat wirklich viel mit Pokémon Go zu tun. Okay, Leute, wenn ihr wirklich absolut gar nichts mit Pokémon Go am Hut haben wollt, dann sind die Spiele ja zwar immer noch eigentlich ganz cool, aber es verliert sehr viel Reiz, muss ich sagen. Und im nächsten Screenshot sehen wir auch direkt, Taubsi wird gefangen. Und zwar nach dem Pokémon Go-Prinzip. Der Kreis schließt sich, man muss perfekt reinwerfen, um einen guten Catch zu landen und um dann Pokémon zu fangen. Hier sehen wir dann auch nochmal einen Stern, wie es gefangen wird. Da sehen wir auch Great. Also je nachdem, wie man den Pokéball wirft und was für eine Zeit, macht das einen extrem großen Unterschied. Und ja, also wie gut die Catch-Rate ist und so weiter und so fort, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant mit dem Joy-Con sein. Jetzt sehen wir ein neues Feature, und zwar spiele Pokémon Go, Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli mit deinen Freunden. Nimm den zweiten Nunchuck, schüttel ihn ganz kurz und bam, kann man Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli zu zweit spielen. Das ist halt so sick. Das ist halt wirklich cool. Ein Zweispieler-Modus zu zweit nebeneinander. Extrem schönes Feature. Wirklich schön. Finde ich cool, dass sie es eingebaut haben. Gefällt mir extrem gut. Wir sehen hier, man kann hier zusammen rumlaufen, alles zusammen erkunden. Das wird halt wirklich schön. Hier im Mondberg wahrscheinlich mit Pipi, Kleinstein, Paras. Kurz danach sieht man auch noch ein Zubat dort in der Höhle. Und hier sehen wir auch das Menü von Player 1 und Player 2. Auch sehr, sehr cool. Und man kann zusammen den Pokéball werfen. Und wenn man zusammen perfekt trifft, sehen wir hier so ein Excellent, beide Pokébälle schießen in die Luft, Farben des Todes, und hier Excellent, holy shit, wird wahrscheinlich so ein super Catch sein, kann ich mir vorstellen, auch sehr, sehr cool, ein schönes Feature, und hier sehen wir dann auch direkt einen Doppelkampf mit Pikachu und Bisasam zusammen. Wir sehen hier Thundershock, Growl und Quick Attack, also Donnershock, Heuler und Ruckzuckieb als Attacken. Wird höchstwahrscheinlich, je nach Hintergrund, denke ich mal, dass es die Nugget Bridge ist. Wir sehen hier gegen Blutzuck Level 9. Hier sehen wir auch nochmal Blutzuck, und auf Bisasam sehen wir Egelsam, Giftbruder, Schlafbruder und Bodycheck. Auch hier, was ich sagen muss, dieses Detail von den Typen bei den Attacken, das ist wirklich schön. Nochmal dieses Element, dort ist so ein Elementzeichen drauf, wirklich super schön umgesetzt. Die KP-Balken sind sehr, sehr schön, die erinnern mich ein bisschen an Usum, muss ich sagen. Rein von der Farbe her und der Aufmachung, ist aber auch absolut, absolut nice, gefällt mir, ist cool. Und hier sehen wir der Kampf gewonnen gegen den Käfertrainer, wie er entsetzt guckt. Wirklich schön, also insane. Und das unterwegs zu spielen oder zu Hause auf dem riesigen Fernseher, oder je nachdem, was man halt für einen Fernseher hat, auch wirklich nice. Dann sehen wir das nächste Feature, und zwar Pokéball Plus, müsste das heißen. Das ist ein Pokéball, der kostet 4.890 Yen circa.
oder 4.980. Das sind umgerechnet ca. 10 bis 15 Euro oder Dollar. Und von daher ist es ein cooles Feature. Okay, es ist ein cooles Feature, ist kein Muss, es ist einfach nur ein cooles Feature. Und zwar kann man mit diesem Pokéball die Nintendo Switch steuern, genauso wie mit dem Joy-Con. Wir sehen hier, der Pokéball ist in der Hand. Da ist wahrscheinlich auch ein Joy-Con dran, mit dem man hin und her laufen kann, wie man sieht. Das hier ist höchstwahrscheinlich, würde ich eigentlich sagen, weil wir dort rechts auch einen Biker sehen, die Fahrradbrücke, also dieser Fahrradweg, aber kein Fahrrad, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ich kann euch ansonsten nicht sagen, wo das wirklich sein könnte. Hier sehen wir dann auch direkt im Kampf gegen Anton. Und hier finde ich, ist das Interessante, wir sehen unten unter Level 13 von Anton CP92. Wer Pokémon Go spielt, weiß, dass die Pokémon dort einen Wert haben, der die Stärke des Pokémons bestimmt. Und wird wahrscheinlich auch in Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli so übernommen, was ich auch sehr interessant finde. Wir sehen hier, wie gesagt, wieder den Pokéball in der Hand. Und wenn es gefangen ist, sieht man hier dieses Aufleuchten, dass das Pokémon wirklich drin ist. Auch jedes Mal, wenn der Pokéball wackelt in-game, kommt dieses Aufleuchten am Pokéball wahrscheinlich auch noch mit Vibrationen und so weiter. Super cool. Und hier sehen wir den Pokédex, der auch meiner Meinung nach super cool aussieht. Da möchte ich hier tatsächlich mal für mich selber ein wenig ranzoomen. Pokédex Nummer 60, gefangen 2. Dann stehen hier Record of Catches, steht hier. Dann das Gewicht und die Höhe. Switch Language steht unten. Quick Motion und Quit. Okay. Change Form with Switch Pokémon. Okay. The Direction of the Spiral on the Belly differs by area. It is more adept at swimming than walking. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich der normale Pokédex-Eintrag von Quapsel sein, aber der Pokédex, wie gesagt, sieht super schön aus. Wird man auch sehr viele coole Dinge mitmachen können, denke ich. Und das Ganze, wie gesagt, wieder mit dem Pokéball hier gesteuert. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Menü. Da möchte ich hier auch mal eben ranzoomen, damit ich euch vorlesen kann, was da steht. Save your progress. Take your Pokémon for a stroll. Okay. Back to your adventure. Und das ist hier das richtige Stichwort, denn man kann nämlich das Pokémon in seinen Pokéball packen, den man hat, diesen Pokéball, dieser Pokéball Plus, nimmt ein Pikachu mit auf einen Ausflug und dann könnt ihr das mit euch rumtragen. Ihr könnt es hier, wie ihr seht, hin und her wackeln, streicheln und so weiter und dann macht es Geräusche, es blinkt auf und so weiter, also wirklich cool. Und auch das wird wahrscheinlich wieder auch dem Pokémon was bringen und auch mit Pokémon Go wahrscheinlich auch wieder kompatibel sein. Dann sehen wir auch hier Pokémon Switch Plus Handy, das heißt Pokémon Go. Es hat wirklich viel miteinander zu tun, okay Leute? Falls ihr Bock auf Pokémon Go habt, holt es euch. Es ist wirklich cool für das Spiel, jetzt damit anzufangen. Wir sehen hier seine Pokémon und Duastratini in den Go-Park übertragen. Das heißt, ihr könnt eure Pokémon von Pokémon Go auf die Nintendo Switch übertragen und wahrscheinlich auch genauso andersherum könnt ihr von der Nintendo Switch eure Pokémon auf Pokémon Go übertragen. Hier sehen wir hier den Pokémon Go-Park mit Dratini. Wahrscheinlich vorne ist ein Simsala, Glurak, Zapdos, zwei Nidoqueen, hinten links ein Onix, ein Omot. Super cool. Und hier, sending a present, das kommt aber ganz zum Schluss, merkt euch das auf jeden Fall. Das ist wirklich wichtig, da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. Dann kann man wieder Pokémon als Mounts benutzen, hier sehen wir, als Mounts. Und zwar sehen wir hier die Protagonistin, wie sie auf Onix reitet. Hier sehen wir die Protagonistin, wie sie auf Lapras reitet. Und das sieht so gut aus, das sieht wirklich insane gut aus. Und hier zu guter Letzt, wie die Protagonistin auf Glurak reitet. Und das als Fortbewegungsmittel, insane. Also wirklich insane. Darauf freue ich mich schon extrem. Wie auch wahrscheinlich die verschiedenen Perspektiven sein wird. Die verschiedenen Kamerafahrten und so weiter. Das wird wirklich interessant. Dann sehen wir hier, sieht für mich ein bisschen aus wie die Pokémon-Liga. So von der Aufmachung her. Auch mit den zwei Streifen unten sieht wirklich cool aus. Vielleicht irgendwie auch rot und blau. Wurde ja auch schon spekuliert, dass die eventuell im Spiel sind. Und hier mit Nidoking und Nidoqueen als Pokémon, die einem hinterherlaufen. Und auch das ist ein richtiges Sprichwort, denn hier, wir sehen auch schon auf dem nächsten Screenshot, da läuft ein Elektroball und ein Gengar hinterher. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, werden Pokémon einem auch wieder hinterherlaufen. Und das ist halt wirklich cool, okay? Es ist so cool, dass sie dieses Feature wieder mit ins Spiel gebracht haben. Ich weiß nicht, ob sie es in der Zukunft machen werden, aber es freut mich einfach, dass sie es jetzt für dieses Spiel getan haben.
Und es sieht gut aus, okay? Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Als nächstes sehen wir hier nochmal, wie man zu zweit einen Apollo fängt, im wahrscheinlich im Lavandia Tower. Auch super schön, die Aufmachung, der Background, allgemein alles sehr, sehr schön. Hier sehen wir wahrscheinlich die Pokepause-Funktion. Wir sehen auch unten rechts die Beere aus Pokémon Go. Man kann ja Pokémon mit Beeren füttern und so weiter. Das heißt, auch die werden dort wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise übernommen. Dann kann man Evoli und Pikachu customizen. Das heißt, wir sehen hier Evoli mit einer Blume auf dem Kopf. Wir sehen es mit einem Pokemaniac ist es, glaube ich, Outfit. Wir sehen es hier in einem, keine Ahnung, Postboten, Piloten-Outfit, keine Ahnung. Wir sehen Pikachu hier in einem Safari-Outfit. Wir sehen Pikachu in einem Matrosen-Outfit. Wir sehen Pikachu in einem Ash- oder Protagonisten-Outfit. Super cool. Und wir sehen auch wieder, dass Team Rocket zurückkehren wird. Das Logo sieht super schön aus mit dem Hintergrund, mit dieser Galaxie. Echt schön gemacht. Und hier sehen wir auch den Team Rocket-Rüpel in-game. Super nice. Hier kämpft man gegen den Team Rocket-Rüpel. Auch die veränderten Pikachu- und Evoli-Formen wird man wahrscheinlich im Kampf benutzen können. Hier kämpft das Pikachu gegen Slimer, gegen den Rocket-Rüpel. Sehr schön. Hier nochmal ein Kampf auf der MSN gegen Seper. Und hier sehen wir einen Angriff von Dragoran, einen Angriff von Turtok und Giftblick von Arbok. Arbok war der Name, genau. Arbok. Super cool. Hier sehen wir Hausbruch von Austos und diese Attacke hier von Carpador. Und was ist diese Attacke? Ist es Geowurf, das gegen Carpador eingesetzt wird? Ist es Sprungfeder? Keine Ahnung, was Carpador da gerade einsetzt. Finde ich interessant, sieht cool aus. Hier sehen wir Geowatz, was Explosion einsetzt. Ist die gleiche Animation wie aus Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Ich denke auch, dass viele Animationen einfach nochmal einfach minimal überarbeitet werden. Und hier sehen wir, wie der kleine Junge vor dem Monitor, also vor dem Fernseher sitzt und schaut sich an, was passiert hier in dieser coolen Höhle? Was ist das für ein Ding? Und dann taucht Mewtwo auf und es sieht einfach so episch aus. Wird wahrscheinlich die Azuria-Höhle sein. Es sieht einfach so insane gut aus. Einfach diese Gänsehaut, die ich bekommen habe, als ich den Trailer gesehen habe mit dem Mewtwo. Insane. Also wirklich absolut insane. Dann ein besonderes Pokémon erwartet dich und dann endet der Trailer kurz bevor sich das Päckchen komplett geöffnet hat und da wurde schon mehr oder weniger bestätigt, dass ein komplett neues Pokémon für das Spiel rauskommen wird und ich denke, es ist nicht zu weit hergeholt, wenn es eine neue Evoli-Entwicklung sein wird, die uns hier erwarten wird und ja, gerne dazu eure Meinung und Spekulation in die Kommentare. Ich denke, dass es eine Drachen-Evoli-Entwicklung wird, weil ja rein vom System her noch fehlt, was ich sehr cool finden würde. Ich freue mich drauf und zu guter Letzt halt hier sehen wir noch den Pokéball Plus und die Cover von dem Spiel. Und das war's. Das ist alles, was wir in diesem einen 3-Minuten-Trailer von Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli mitnehmen konnten. Schaut euch den Trailer gerne nochmal an, er ist wunderschön gestaltet. Schreibt mir gerne eure Meinung zu allem in die Kommentare, okay? Es würde mich super freuen. Eure Spekulationen, eure Wünsche, eure Vorstellungen, eure alles einfach in die Kommentare. Gut, ich halte euch in Zukunft gerne auf dem Laufenden, was das Ganze hier angeht, wenn ihr das wollt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.